Nochmal. Okay, finde den Wert in Sekunden für jede Sanduhr heraus und fülle dann die leeren Stellen aus. Wenn der Wert eine einstellige Zahl sein sollte, dann platziere eine 0 davor. Aha. Gucken wir mal ganz kurz. Also, puh. Momentchen. Jetzt muss ich mir schon einen neuen Zettel hier schnappen. Also, ich denke mal, das soll Magenta da unten rechts sein. Ist zur Hälfte voll. Keine Ahnung, soll das alles vielleicht 100 insgesamt ergeben? Naja, kann ich mir kaum vorstellen, weil die zweite... Nee, das kann nicht sein. Weil die gelbe Stunduhr und die grüne Stunduhr zusammen würden eigentlich schon die 100 zum Platzen bringen. Zusammen mit der magentafarbenen. Okay, Moment. Grün. Rot. Blau. Und gelb. So, wie soll ich den Wert bitte schön herausfinden? Ich habe keinerlei Hinweise. Könnte ich checken vielleicht? Das wäre witzig, wenn das jetzt richtig gewesen wäre. Wenn ich wenigstens einen Grundwert hätte, von dem aus ich rechnen könnte. Momentchen mal. Vielleicht kann ich mich ja an diesen Linien orientieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Linien sind bei der magentafarbenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind bei der grünen. 4 bei der roten. 1, 2, 3, 4, 5, 7 bei der blauen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bei der gelben. Okay. Wenn das die Werte sind, dann... Das wäre schon krass. Ich gebe jetzt einfach mal nur die Anzahl der Striche ein, die da... Ups, schon falsch. Nein, kann ich zurück, bitte? So. Okay, erst rot. Rot ist 4. Blau 7. Dann grün 9. Gelb 11. Magenta 15 oder pink. Für mich ist das eher. Ah, geil! Hat tatsächlich funktioniert. Krass. Ha! Ja, hab's. Nicht schlecht. Da ist ein weiteres Icon auf dem Bildschirm. Ja, da ist ein weiteres. Und. Hey, schau mal! Der Bildschirm hat sich verändert. Was? Ach du Scheiße. Was zur Hölle ist das? Auf jedem ist ein anderes Wort. Ich schätze mal, wir sollen sie durcheinander mischen, bis sie einen Satz ergeben. Wie? Nun, schau dir den Bildschirm darunter an. Da sind die gleichen Worte in 9 Quadraten. Also soll ich diese Konsole benutzen, um die Wörter umzuswitchen oder zu vertauschen. Alles klar. Dann versuchen wir es mal. Momentchen. I'm discounting on you? Ich zähle nicht auf dich, was? Moment mal, I was you will be me. Ich glaube, das sind Hinweise. I was you will be me. Moment. I was you will be me. She knows everything. Ähm.
Okay, naja, das macht nicht auch nicht wirklich Sinn, oder? Und diesmal gibt es auch keine Enter-Taste, also ich gehe stark davon aus, das wird automatisch. Ja. Ich schätze mal, das wird automatisch dazu führen. Also sobald ich die richtige Reihenfolge habe, denke ich mal, wird es automatisch angezeigt, dass es korrekt ist. I was me vielleicht? She will be you knows everything macht auch keinen Sinn. She knows you will be everything? Nee, you was me macht grammatikalisch auch keinen Sinn. She knows you will be me. I was everything, she knows you will be me. Ja, keine Ahnung. Das ist für mich jetzt irgendwie das, was am meisten Sinn ergibt. I will be everything. She knows you was me. Nee. You will be everything. She knows I was me. Nein. Das ist jetzt tricky. Vielleicht brauchst du ein paar der Worte nicht. Glaubst du? Also muss ich nur einen richtigen Satz formen oder wie? I was you will be me. Soll ich vielleicht die ausschalten, die diese Worte haben? Moment. Also soll ich vielleicht I was you ausschalten? Also mit anderen Worten, Moment, dann mache ich mir mal eben so eine 3x3 Tabelle. I was you will be me. Okay. Mit anderen Worten, wahrscheinlich muss ich die Bildschirme ausschalten, deren Wörter auf den Bildschirmen angezeigt werden. Jetzt habe ich sie mir markiert. Das wären dann all diese Bildschirme hier. Dann müsste nur noch, genau, she knows everything da stehen. Boah, Alter, jetzt habe ich mich erschreckt, ey. Oh, Entschuldigung. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das überhaupt was bringt, das in die letzte Leiste zu stecken. Warum ist es so wichtig, dass es in der untersten Leiste steht? Verstehe ich nicht. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass das korrekt ist. So sehr, dass es mich erschreckt hat. Ach du Kacke, ey.
Oh. Allerdings hat sich nichts verändert. Ja, zumindest nicht hier. Guck dir mal die Bildschirme. Wow! What the fuck? Das blaue Passwort? Wie habe ich das denn hingekriegt? Toll. Super. Soll das jetzt heißen... Moment. Ne, Moment. Die drei sollen ja ausbleiben. Soll das heißen, ich soll nochmal versuchen, mit den anderen 6 einen Satz zu formen? Oder wie verstehe ich das jetzt? Ups. Okay, interessant. Moment. I was you, will be me. I was you, will be me. Das gibt's nicht. Das ist ernsthaft korrekt. Ich glaub's nicht. Ja, und wieder ein anderes Passwort. Krass. Hab's mir gemerkt. So. Krasse Sache, ey. Okay. Dieser Rätselraum, der war überraschend kurz. Also, zugegeben, ich habe ziemlich lange Zeit überlegt, weil ich es mir selbst kompliziert gemacht habe. Und anstatt einfach mal die Buchstaben auf den Treppenstufen einzugeben, habe ich die ganze Zeit überlegt, oh Gott, wie kann ich diese Buchstaben, ich brauche bestimmt nur ein paar davon, wie soll ich die jetzt auseinanderhalten, wie soll ich die richtigen von den falschen unterscheiden, Ja, und dabei hätte ich einfach nur die Buchstaben eingeben müssen. Das war so der einzige Punkt in diesem Raum, wo es bei mir gehapert hat, aber durch einfaches Rumprobieren hat es am Ende tatsächlich... ja, gewirkt. Warte mal, jetzt habe ich ernsthaft, weil ich gelabert habe. Ja, war doch richtig. Ich war jetzt unsicher, ob da, whoops. So. Okay, die goldene Akte, her damit. Und jetzt, whoops. Archive nochmal. Safe Security Mond, Mond, Stern. So. Perfekt. Fertig. Ha. Nice. Da ist jetzt überraschend wenig drin. Ich habe ehrlich gesagt mit mehr Items gerechnet. Also, dass jetzt tatsächlich nur der Schlüssel für den Ausgang und die Sternenschlüssel da drin sind, habe ich nicht mit gerechnet. Alles klar. So, ja, eine AB-Raumkarte. Ich schätze mal, es sind eigentlich 2 davon. Das sind die Sternenkarten, von denen der Ansager geredet hat. Oder die Ansager geredet hat. Und dann hätten wir den gleichen Schlüssel wie üblich. Okay, Lust, dann gehen wir mal weiter. Kleinen Augenblick, ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich diesen Schlüssel ins Inventar gekriegt habe. Welchen Nutzen haben die beiden Sanduhren gehabt? Die hatten überhaupt keinen Nutzen, oder? Ich meine, die 4... Ah, okay, jetzt raff ich. Ja, okay. Jetzt im Nachhinein, ich habe mir nochmal meine Notizen angeguckt, jetzt raff ich, wofür die Stundengläser waren. Klar, das gelbe Stundenglas hatte die 11 eingraviert, das rote Stundenglas hatte die 4 eingraviert. Das hat mir den Wert quasi verraten für dieses Stundenglas-Rätsel in dem mittleren Monitor. Oh. Okay, alles klar. Aber das Witzige ist, ich habe die Stundengläser gar nicht gebraucht. Ich habe einfach nur die Striche gezählt, die da in den Stundengläsern angezeigt wurden. Und das hat schon gereicht. Also, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, dass ich die Stundengläser ja noch im Inventar hatte. Okay, ich dachte jetzt zuerst so, okay, what the fuck, jetzt hatte ich 2 Items aufgesammelt, die überhaupt keinen Nutzen hatten. Nee, hatten sie doch. Allerdings war ich den Items quasi einen Schritt voraus. Ich hätte das Rätsel auch ohne die lösen können. Oh Mann, ey. Ja, natürlich bin ich bereit. Jetzt mach doch schon weiter. Alles klar, los geht's. 3, 2, 1. Nach wie vor. Wozu machst du das, Alter? Yay! Und ich habe gerade eine Trophäe freigeschaltet. Master of Escapology. Also quasi Meister der Fluchtologie. Schätze ich mal. Warte.
Ich habe gerade etwas realisiert. Und das wäre, wenn wir uns das, wenn wir uns das Material der Sicherheitskameras von vorhin angucken, haben wir uns nur Live-Bilder angeguckt. Wir haben versucht herauszufinden, wo die anderen sind, was sie vorhaben, ob sie am Leben waren und so weiter. Aber wir haben vollkommen vergessen, dass die Security-Systeme. Ach so, wir haben total vergessen, dass dieses Sicherheitssystem uns mehr zeigen kann als einfach nur Live-Bilder. Ah, ja klar, all die Aufzeichnungen. Mit anderen Worten, wir könnten herausfinden, wer Luna und Alice umgebracht hat. Ah, geil, dann hätten wir diesen Wichser auf Band. Nice. Ah, geil. Sehr gut. Und mit Kay auf unserer Seite sollten wir sogar, also sofern es nicht Kay gewesen ist. Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass es der Dingens gewesen ist, der Dio. Weil er einfach das größte Arschlochpotenzial hat. Ich traue es ihm nicht zu, dass er Zero Senior ist, aber ich traue es ihm zu, dass er eine fucking verfickte Bazille ist, die einfach nur alles ermordet, was ihm in den Weg kommt. Wie auch immer das ausgesehen haben mag. Denn ich weiß ja noch nichts über das Motiv. Ich weiß ja noch nicht, warum er die beiden umgebracht hat. Es kann ja nicht aus dem Grunde gewesen sein, um an ihre Armbänder ranzukommen, weil die lagen ja immer noch neben den Leichen. Ne? Also das macht ja keinen Sinn. Das von Luna kann er vielleicht deshalb nicht mitgenommen haben, weil der Kay angestapft kam. Und er deshalb überstürzt fliehen musste. Eventuell, aber bei Alice, das war ja vollkommen unbemerkt eine Zeit lang. Da hätte er eigentlich alle Zeit der Welt gehabt. Zugegeben, er hätte nicht wissen können, dass er alle Zeit der Welt gehabt hat, denn schließlich hätte jederzeit einer von uns reinschneiden können. Sei es drum. Ja. Kannst du mir folgen? Ja, du redest über das Zeug, das bereits aufgenommen worden ist, richtig? Aufzeichnungen aus der Vergangenheit. Wenn Sie das gespeichert haben, dann könnten wir es uns angucken. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Glück wir damit haben werden, aber es ist ein Versuch wert. Definitiv. Was sollen wir tun? Überlass das nur mir. Wow! Ein neues Bild mit vier an einem Computer. Ah! Das gefällt mir. Irgendwie erinnert mich das auch so ein kleines bisschen an Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Wo Lotus auf einmal angefangen hat, wie wild über die Tastatur zu fliegen. Und dann sozusagen, ja, ich habe gearbeitet, irgendetwas als Programmiererin oder ich weiß nicht mehr, was ihr genauer Beruf war. Fand ich auf jeden Fall auch ziemlich witzig. Nun, es wurde so designt, dass ein Mensch es bedienen kann. Das bedeutet, dass Logik dahinter steckt. Ein Computer, okay, compute. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ein Computer computiert. Ein Kalkulierer kalkuliert und ein Automobil mobilisiert. Ja. Alles wurde designt, um etwas zu tun. Und sobald man weiß, was es tut, kannst du anfangen zu raten, wie. Sobald du anfängst herauszufinden, wie du es dazu bringst, Dinge zu tun, ist es nur eine Frage der Zeit mit den Möglichkeiten zu spielen, bis es die Dinge tut, die du es tun lassen möchtest. Oder bis es die Dinge tut, die du möchtest. Siehst du? Monitoring Video Data. Scheint so, als wär's das. Gute Arbeit. Ach, hör schon auf. Du lässt es so klingen, als ob. Was? Du lässt es so klingen, als ob du besser bist als ich oder sowas. Dein Ernst? Ich glaube, er wollte dich wirklich loben und. Na egal. Warte mal, was zur Hölle ist das? Entweder das oder sie wollte sich wieder irgendeinen komischen Scherz erlauben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Überall steht keine Datei. Gucken wir uns mal den Speicher an. Verdammt, das ist nicht gut. Scheint, als ob alle Videodateien entfernt worden sind, bevor wir hierher kamen. Von Zero? Das wäre auch meine Vermutung.
Alles, was hier steht, ist Administrator. Verdammt, tja, das ist etwas frustrierend. Diese Aufzeichnungen hätten uns eine Menge verraten können. Ja, es hätte uns auch Hinweise darauf liefern können, die wir gebraucht hätten, um herauszufinden, wer der Mörder ist. Die Kamera in Raum 2 der Crewquartiere hätte aufgezeichnet, was mit Luna und Alice passiert ist. Das gleiche gilt für die alte Frau in dem Lagerhaus. Und falls es eine Aufzeichnung darüber gibt, wie wir in die AB-Räume geschliffen worden sind, hätten wir sogar herausfinden können, wer Zero Senior ist. Hey, was ist das? Willst du es öffnen? Ja! Da steht Gaulem-Status. Das sollten die Systemlogs dieser Roboter sein. Ich habe dir von ihnen in der Speisekammer erzählt, erinnerst du dich? Ja, du meintest der Raum voller Roboter auf der anderen Seite der grünen Tür? Ja. Das hätten wir. Sehr gut. Ach, scheiße. Hier ist auch alles gelöscht worden. Scheint so. Ich schätze, es gibt nicht mehr viel, das wir tun können. Warte eine Sekunde. Was ist es denn? Das ist eine Scrollbar. Ah! Versuch mal runter zu scrollen. Wow, da ist eine aktive Datei. Yes! Geil, sehr gut. Okay, wisst ihr was? Das wäre ein sehr guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Dann würde ich sagen, fahren wir morgen fort und sehen uns an, was diese Gaulem-Datei uns sagen könnte. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!